Schon wieder ein neuer Tag. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso schneller vergeht die Zeit. Aber stimmt das wirklich? Das möchte Frau Pauli aus Greifswald wissen. Zeit als physikalische Grundgröße verändert sich mit der Zeit überhaupt nicht. Vor 20 Jahren war eine Sekunde genauso lang wie heute. Gemessen wird sie durch innere Prozesse in Cäsiumatomen. Eine Sekunde ist definiert als das 9.192.631.770-fache der Periodendauer eines Strahlungsübergangs zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Cäsium-133-Atomen. Nur für den Fall, dass Sie es ganz genau wissen wollen. Anders ist das mit Tagen, Monaten und Jahren. Diese Zeiteinheiten haben wir Menschen selbst definiert, abhängig von astronomischen Vorgängen. Ein Tag zum Beispiel ist die Zeit, die die Erde braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Aber auch das ist variabel. Vor 400 Millionen Jahren zum Beispiel, die Älteren können sich noch daran erinnern, brauchte die Erde für eine Umdrehung nur 22 Stunden. Und das liegt an ihrem treuen Begleiter, dem Mond. Dessen Anziehungskräfte sind nämlich so stark, dass er die frei beweglichen Wassermassen der Weltmeere zu sich hinzieht. Wir nennen das dann Flut. Und diese trägen, schweren Flutberge bremsen die sich drehende Erde. Physikalisch gesehen werden die Tage also nicht kürzer, sondern länger. Und da Erde und Mond in einem Kräftesystem miteinander verbunden sind, werden auch die Monate immer länger. Also die Zeit, die der Mond für einen Zyklus braucht. Das heißt, Tage, Wochen und Monate vergehen nicht etwa schneller, sondern langsamer. Und von den Jahren will ich gar nicht reden. Bleiben Sie trotzdem neugierig. Wo ist eigentlich Holland?